Hallo meine lieben Diener des Imperators da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Battlefleet Gothic Armada 2, immer noch in der Preview-Beta. Ja, ich bin am überlegen, ob es so schlau ist, dass wir unsere Flotten hier gerade eben die ganze Zeit hier so gesammelt herumfliegen lassen. Das gibt uns zwar in der Offensive einen ordentlichen Punch, aber ich habe massive Sorge, dass hier, weil hier überall Verbindungen hier zum Cadia-System vorherrschen, vielleicht unsere Demios Binary hier vielleicht dem Feind anheimfallen könnte und so weiter und so fort. Dinge, die mir nicht wirklich gefallen wollen. Deswegen sollten wir da ein bisschen was ändern. Ich packe jetzt mal auf jeden Fall, warte mal, das Schiff da, also die Vanguard, so schnell es geht dahin. Hat es geklappt? Ja, der ist hier. Die können tatsächlich hier interessanterweise durchfliegen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es geht anscheinend. Das habe ich immerhin schon mal eine Minimalverteidigung da. Also zusammen mit dem Minenfeld, das wir, glaube ich, hier aufgebaut haben, sollte das auf jeden Fall und auch hier mit den Verteidigungsplattformen eine gewisse Chance geben. Was gibt es denn noch? Noch eine Space Station wäre natürlich geil, um das Ganze hier noch sicherer zu machen. Aber da sind wir noch mal ein bisschen von weg. Wir haben hier eine leichte Überlegenheit, wenn wir jetzt hier nach Freemis wollen. Die Frage ist, ob das so gesund ist, jetzt hier direkt nach Freemis anzugreifen. Wir könnten jetzt hier natürlich auch das hier uns einverleiben. Das kostet uns momentan noch gar keine Truppen, wenn wir das machen. Aber wir haben auch, wie wir sehen, da ist so ein Pfeil nach oben. So wie es aussieht, ein Upgrade auf unserem Schiff oder sowas in der Art und Weise. Ich muss gerade mal gucken, wie ich das mache. Denn ich weiß das noch nicht so 100%. Ich warte mal, da. Kann ich da irgendetwas machen? Plasmareaktor. Muss auch möglich sein. Das Schiff hier ist noch angeschlagen, wie wir gerade eben sehen. Das müsste eigentlich erstmal nochmal repariert werden. Aber wie nutze ich jetzt hier diese Punkte? Das ist eine neue Aufnahmesession. Ich habe natürlich vergessen, falls da ein Tutorial war. Hier waren wir hier Promote to Flagship. Ist ja eh schon das Flagship. Kann ich das hier jetzt reparieren? Das kann ich reparieren. Repel Hull Damage, Critical Damage. Okay, das ist passiert. Und das Schiff kann ich jetzt auch noch jetzt zum Teufel jagen. Ah, aber wir sehen, es ist sofort voll. Hat das uns irgendwas gekostet? Nee, nichts. Okay, es scheint uns nicht wirklich was gekostet zu haben. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Gut, dann gehen wir mal zurück. Das heißt aber, wir können es auch eventuell mit dem hier machen, oder? Nee, die haben keinen Schaden genommen hier. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen da hin und claimen. Was hier? Haben wir das schon geclaimed? Weiß es nicht. Gehen wir da hin. Ne, haben wir noch nicht geclaimed. Jetzt habe ich es geclaimed, jetzt gehört es mir. Ich kann ja das Minenfeld gleich mal reinsetzen. Komm, das machen wir gleich mal als allererstes, falls der Feind kommt. Ich habe keine Bewegung mehr übrig. Okay, also ganz im Ernst, das wären eigentlich sehr, sehr interessante Dinge, hier so diese äußeren Bereiche gleich mal zu holen. Es bleibt trotzdem ein Restrisiko, jetzt hier so deine Truppen jetzt hier so verteilt zu haben. Können halt, wenn sie also wirklich aggro sind, jederzeit angreifen. Ich hoffe, dass uns das jetzt hier erspart bleibt. Haben wir noch irgendetwas? Handling Missions? Nee. Nicht irgendwie auf ihn drauf gehen? Ein Leader? Na Bomb. Bla bla bla. Nee, also. Ah, ich kann aber jetzt hier nochmal auf Edge a New Ship gehen. Jetzt hängt es natürlich erstmal wieder hier wie Hölle. Ich hätte schon sehr, sehr gerne, wenn es geht, hier demnächst mal sowas wie eine Dauntless oder sowas in der Art oder eine Endurance oder Defiant. Also mal gucken, was können die denn hier, die Schiffe? Den direkten Unterschied. Also das Ding hat Torpedos, das sehe ich gleich. Das Ding hier hat Lightlands Turrets. Die wären eigentlich ganz praktisch, weil ich mag nicht zu viele Schiffe mit Torpedos, obwohl Torpedos halt wirklich mega mächtig sind. Aber alles, was du von Hand permanent einsetzen musst, ist immer so ein bisschen anstrengend, sage ich. Was ist das hier? Makrobatterie. Lance Battery. Also das Ding hat noch Lanzen. Lanzen waren ja, glaube ich. Waren die stark gegen Panzerung oder waren die stark gegen Schilde? Warte mal, das weiß ich gerade eben nicht mehr. Müsste ich nochmal rauskriegen. Ich gucke mal auf die Lanzen. Makrobatterie, Reload, Angle, bla bla bla, Critical.
Ich meine, da war irgendwie so ein Unterschied, dass das eine irgendwie gut und das andere irgendwie schlecht war. Aber vielleicht verwechsel ich das auch mit irgendetwas. Mit dem Klaustenteil hier. Also wir sehen auf jeden Fall, dass hier diese C-Klassen hier auf jeden Fall die Cruiser-Klasse nicht für uns erreichbar ist. Wir beenden den Turn. Kann eh nichts machen. Muss es einsehen. Irgendwas haben sie gemacht, ich weiß noch nicht was. So, wir haben 102. Das anzugreifen kommt mir wie ein kleiner Wahnwitz vor. Das hier wäre angreifbar. Komme ich da hin? Mit drei Bewegungen, ja. Ist aber ein starker Gegner. Wir haben kombiniert dann 214, 362, 72. Ja, das müsste aber gehen. Das ist ein Minenfeld übrigens, wie wir hier sehen, ne? Deswegen können wir da nicht mit noch mehr angreifen. Hier kann ich noch irgendwas upgraden, das bringt uns dann was? Die bringt uns dann noch gar nichts. Nahrung, yay. Ich möchte was anderes upgraden. Asteroidenfeld, Shipyard. Das ist eine Forge World. Drei komme ich da noch nicht, aber das Asteroidenfeld wäre ganz witzig. Generates Construction Points per turn up to a maximum of 2, 4, 4, increase Allied Fleet Repair Rate by 10, 15, 20%, bla bla bla, wenn man halt in dem System rumgammelt. Kann ich hier noch irgendwas machen auf Belisar? Die Hive World. Ich möchte die Ressourcen hier noch weiter erhöhen, nochmal um 10. Das ist eigentlich, glaube ich, so das Grundlegende. Erstmal die Wirtschaft nebenher so ausbauen. Und jetzt konkern wir mal Freemus. Müsste eigentlich machbar sein. Das Schiff ist auf jeden Fall mächtiger. Wenn es nur ein Schiff ist, ich nehme mal an, es sind auch wieder mehrere. Ich würde einschätzen, dass das mehrere sind. Aber ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Oh, ist das eine große Struktur mal wieder. Hammerhartes Teil. Hat schon was so nach dem Motto Warhammer 40.000 meets Babylon 5 oder so, ne? Wenn man so ein Riesenteil das sieht, das ist ja der Hammer. Eine riesige Entschuldigung, eine riesige Chaos-Struktur. Ihr geht mal dahin, beziehungsweise der Kleine, der soll dahin gehen. Ich will die gerade eben gar nicht so weit auseinander. Ich sehe, auch da vorne sind diese verschiedenen Positionen. Ich fliege gezielt. Halt, hallo? Ich weiß nicht, warum der das tut. Du jetzt mal direkt dahin. Receiving your Ihr order. sollt hier nicht zusammenstoßen. Setting course. Das wird eine Nummer für sich, jetzt hier quasi das einzunehmen. Wo befindet sich der Feind? Der befindet sich dort hinten. Es ist ein Schiff. Ein fucking We Schiff. serve. Aber ich kann das theoretisch jetzt, Moment, so machen. All ahead, fall. Ich drehe mit dem hier ab. Mit dem kleinen gebe ich Maximum jetzt burn. Full Speed dorthin. Und Changing ich course. kümmere mich jetzt mit den großen Schiffen um den großen Machine Kollegen da. spirit Denn da appeased. scheint nur einer zu sein. Und ich schätze mal, das ist ein Battlecruiser. Das wirkt so auf mich, als ob es ein Battlecruiser wäre. Und ich kann mir den Kleinen hier den Sieg schon mal so ein bisschen sichern. So, indem ich als Aye, Admiral. allererstes da reingehe. Denn ich bin jetzt hier tatsächlich der Erste, der ankommt. Understood. Er ist jetzt auch schnell da, aber ich schaffe mit dem kleinen Schiff jetzt hier dann Your diesen orders? kleinen entscheidenden Vorteil. So, wir geben jetzt hier mal ein bisschen Gas. Da mithelfen können, so schnell wie es geht. Aye, Admiral. Klar bin ich jetzt identified, aber das ist mir jetzt egal. Coordinates acknowledged. Gibt jetzt hier keine echten Überraschungen oder sowas in der Art und Weise, so wie es auf mich wirkt. Es gibt da halt diesen einen Gegner und um den muss ich gekümmert werden. Das haben wir gleich. Wenn wir das haben, fliege ich danach gleich zu dem anderen Punkt. We wait your command.
Naja, du kriegst gleich noch ein Kommando, sobald du das hier eingenommen hast, mein Freund. The enemy has seized a strategic area. Okay. Wie hat der das gemacht? Der war schneller. Hat das vielleicht auch was mit der strategic area. Hat das mit der Schiffsgröße zu tun oder so? All ahead, full! Das ist die einzige Möglichkeit, die ich da gerade eben so sehe. Jetzt kommt auf jeden Fall hier auf uns zu. Ich schicke ihm schon mal ein paar Torpedos entgegen. Das könnte ihm schon mal ein bisschen wehtun. We are ready to serve. Immer noch ein bisschen mehr ein. Vielleicht treffe ich ja. Wie gesagt. Dafür sind diese Torpedos auch unter Umständen da. Einfach mal, um eine Überraschung produzieren. Das ist ein Treffer. Jo, das war ein Treffer. Ship ready. Er ist da drin. Das könnte auch einen Treffer geben. Oh, nee. Doch. Ich habe was getroffen. State your order. Ich habe was getroffen. Näher ran. The spirits obey. All ahead full. So, ich möchte ihn boarden. Thruster routines active. ASAP. As soon as possible. Das sind doch zwei. We serve. The enemy has seized a strategic area. Moment, course engaged. Eindrehen. We wait your command. Eindrehen. Engaging engines. Ich will dem jetzt hier voll an den Arsch ballern. Calculating vectors. Shit, die wurden gleich abgewehrt. Understood. Oh, Dinge, die mir gar nicht gefallen wollen, wenn sie passieren. Warte mal, wir brauchen jetzt Ship ready. Dich hier. Engaging drive. Engaging. Also der ist auf jeden Fall ein bisschen größer, der Dude. To serve the komm her. Oh je, ich will nicht rammen. Nein. Acknowledged. Meine Waffen sind übrigens beschädigt, was ich gar nicht cool finde. Your orders? Oh. Das könnte jetzt sehr, sehr painful werden. Nee, der wird. Der will mich nicht rammen. Wahrscheinlich, weil ich der Größte bin. So, jetzt haben wir nämlich drei strategische Positionen und sie haben nur zwei. Er fliegt jetzt hoffentlich da rein in meine Torpedo. Oh Mann, und die werden natürlich wieder abgeschossen. State your order. Eindrehen. Vielleicht tut das ihm jetzt hier richtig weh. Ach, das stimmt, das sind ja Skitari-Truppen, die da reingehen. Und bekommt hier nochmal ein bisschen Spaß. Das Deck wurde zerstört. Bei dem großen Schiff haben wir jetzt hier schon richtig eine reingedrückt. Transition begun. Stasis-Bombe. Ja, komm. Irgendeinem davon werden wir jetzt hier gleich erwischen. Vielleicht sogar beide. Mit ganz viel Lack. Er soll auch nochmal herkommen. Jawolligens! Jetzt bloß nicht da reinfliegen. Jetzt nur nicht den Fail begehen und da rein. Immer da stehen. Oh, machen wir hier gleich nochmal die Bombe da rein. In Kombination mit der Stasis-Bombe ist das echt lustig. Oh, den erwischen wir voll, den Kollegen hier. Den hier vielleicht auch noch und... Jawohl, zwei Turrets los. Das hat mir gefallen. So, was? Wir greifen immer noch die Bewaffnung an. Nochmal Lock und Target. Lock on Target. Wir kümmern uns jetzt hier um ein Ziel. The enemy Lock on Target. Has accumulated 25% of strategic points. Critical Hit, 18 Damage. Ah, nice. Your orders? Ich will den nochmal entern, den einen Kollegen. The spirits obey. Wir nehmen ihm das ja gerade eben jetzt auch schon mal ab. Warum schießt jetzt auf den da, wenn er auf den da schießen kann? Ship ready. I don't get it.
Engage engine red lines. Ich will jetzt nah an ihn ran und ihn entern. Calculating vectors. Ich mache absichtlich keinen Machine Spirit appeased. Strike hier, denn die sind mächtiger, die Teile. Understood. Wenn ich ihn jetzt hier damit erwische, hat er ein echtes Problem. Setting course. Nice. So. Course engaged. Jawohl, jetzt hat er nämlich hier kritischen Schaden genommen. To serve the Omnisire. So, du nimmst jetzt das da hinten noch ein. Acknowledged. Und du ebenso. We are ready to serve. Warte mal, das ist eine Plasmabombe. Ne, Plasmabombe will ich gerade nicht machen. Oder? Ich mache jetzt mal hier eine Plasmabombe. Dann müssen sie entweder ausweichen oder akzeptieren, dass der jetzt hier gleich voll eine draufgebrannt bekommt. Und der bekommt noch eine drauf. Vielleicht sogar beide noch. Boah, das war ein heftiger Treffer. Das ist der Moment, wo man ihn eigentlich zerstören könnte. Emergency Repairs. Ich habe ja entsprechenden Schaden bekommen. Understood. Wir drehen jetzt hier ein. Wir haben hier noch ein paar Torpedos. Feuer. Jo. Das war schmerzhaft für ihn. Komm, jetzt ballert ihn hier endlich weg. Er hat gerade keine Schilde. Plasmabombe. Er muss hier durch. Setting course. Er muss da durch. Die Frage ist bloß, was ist schneller? Meine Bombe. Eieieiei. Targeting enemy vessel. Zum Glück bin ich nicht er. Engaging engines. Mein anderes Schiff da oben. Ach, das hat zu lange gebraucht zum Wenden. Also, your orders? Das schafft man in Lunar-Klasse jetzt hier noch alleine. Assault crews report success. So, schlecht für ihn. Coordinates acknowledged. Nehme ich nochmal ein hier. Nehme ich nochmal ein paar Torps hier, die ich gerne verwenden möchte. Das gibt auf jeden Fall einen Treffer auf den Kollegen hin. Das ist schlecht für ihn gelaufen. Und tschüss. Underway. Das lief nicht so, wie er sich das gedacht hat. Ship ready. Ach, das ist noch gar nicht eingenommen. Ship ready. Also ich gewinne auch gern mal jetzt mal hier über Punkte, ne? Setting course. Wenn möglich. Derzeit sieht es ja eher nicht so aus. Course engaged. Ja, die Torpedos haben es halt mal wieder entschieden. 75% of strategic points. Wir versuchen zu entkommen. Ich dachte halt echt, das wäre ein einziger Gegner, ne? Mit Battlecruiser und so. Ich frage mich, ob ich das Schiff hier quasi übernehmen könnte. Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Ich werde es jetzt hier einfach einnehmen. Ich nehme jetzt alle Punkte einfach ein. Total schmerzbefreit. Changing course. So. Aye, Admiral. Rifting Hulk. Jawohl. So viel dazu. Die gesamte gegnerische Besatzung ausgeschaltet. Sehr nice. Victory. Ah, der Hintergrund sieht schon mega gut aus, ey. So, was sagt uns das Spiel jetzt nach dem Ladebildschirm? Primus haben wir jetzt hier befreit. Total Renown earned 274. Ich glaube immer noch, dass ich hier irgendwie... Ja, das Schiff hat jetzt auf jeden Fall ein Upgrade. Muss ich mal gucken, was ich damit machen kann. Wir haben aber auch echt Fettschaden erlitten. So, wir können das System jetzt hier momentan nicht sichern. Was ist denn da drin? Freemus ist eine Agri-World. Das heißt, wir bekommen ja auch nochmal reduzierte Kosten auf unsere Evolution Steps. Keine Ahnung, was das ist. Es sind Entwicklungsschritte, schon klar, aber was genau das jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Kann ich den jetzt hier eigentlich reparieren? Nein, hier geht das nicht.
Das würde auch 32 Dingens kosten, also kann ich das hier nicht tun. Das Schiff hier hat ein Upgrade erfahren, das ist jetzt hier Level 2, genauso wie das. Also wir sehen das hier anhand dieser Striche. Das sind aber, glaube ich, einfach nur das, was ich schon mal gesagt habe, die Upgrades bzw. der Crew. Das heißt, sie bekommen einfach irgendwelche passiven Boni durch ihre Kampferfahrung. Das bedeutet jetzt nicht sozusagen, dass ich jetzt irgendwelche Punkte hier verteilen kann. So verstehe ich das zumindest. Das kommt erst ab einem gewissen Punkt, glaube ich, dass ich da irgendwas mal was machen kann. Warum haben die eigentlich hier... Das ist irgendwie geblockt, ne? Ganz mies. Agri-World. Entrell ist noch ein bisschen weit weg und Cadia auch, um das hier zu erobern. Gut, wir machen mal... Entschuldigung, Endturn. Wir haben irgendwas erschaffen hier in Cadia. Oh Gott, ich glaube, Cadia anzugreifen wird echt kein Spaß. Low Urgency. The campaign is slightly engulfed in minor battles and little drawbacks. The enemy takes advantage of this breach. This red level of every fraction is raised by one. Okay. Das heißt... Threat level? Also... Ah, das ist unten so ein Timer, dass ich nicht so viel rumdödle, ne? Hey, also wir haben jetzt sozusagen ein erhöhtes Bedrohungslevel. Was nicht so cool ist. Ich gehe jetzt mal da drüben hin zu der Deimos Binary. Ich muss die Flotte nämlich jetzt hier ohnehin jetzt erstmal reparieren. Das machen wir noch in dieser Folge, damit ich das auf jeden Fall gemacht habe. Nicht irgendwie vergesse. So, habe ich jetzt gemacht. Kann ich jetzt hier nochmal... Ich hätte ganz, ganz gerne da nochmal ein weiteres Schiff drin. Irgendetwas. Es muss ja nichts Großes sein. Dimes Binary. Wo kann ich nochmal machen? Add Ships, oder? Add a new ship. Hier war das. So, wir haben jetzt hier ja nur die Möglichkeit, nochmal sowas Kleines zu nehmen. Aber ganz im Ernst, die sind nicht so schlecht. Die sind nicht so schlecht. Die können den Gegner nerven, ablenken, können dann quasi diese Punkte einnehmen. Zu zweit können sie es wahrscheinlich noch besser. Gucken wir mal, was der jetzt hat. Der hätte nochmal ein Torpedo. Davon halte ich nicht allzu viel. Die Sword Frigate ist eigentlich nicht so schlecht. Was ist das hier noch? Light Lance Artillery. Falcon hat Light Macro Turret. Die Sword hat Double Barrel Light Macro Turrets. Ich nehme nochmal eine Sword. Wir nehmen nochmal eine Sword. Dann haben wir zwei davon. Als Begleitschiffe konfirmen. Und damit sind wir tatsächlich jetzt hier eigentlich eine recht fähige Truppe, sage ich jetzt mal. 61 Mineralien, beziehungsweise, wie heißt das Zeug nochmal? Also Ressourcen kann ich nicht mehr viel allzu viel machen. Ich schicke die mal alle kurz mal hierher. Das ist sozusagen jetzt hier so meine Hauptbasis. Das Krasse ist, ich könnte hypothetisch gesehen das hier sogar angreifen. Wäre ein bisschen übertrieben. Aber machbar. Aber eigentlich muss ich erst Kentrel holen. Ich muss so schnell wie es geht Kentrel holen. Oder vielleicht sogar Barissa. Barissa, was bist du nochmal? Meine Agri-World hier. Ich weiß es nicht. Wir werden es beim nächsten Mal sehen, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.